Hey Meister, sag mal, was ist denn hier los auf der Reeperbahn? Sie wissen doch nicht mal, was Reeperbahn bedeutet. Stimmt. Was bedeutet eigentlich Reeperbahn? Sagen Sie mal, was bedeutet eigentlich Reeperbahn? Reeperbahn? Reeperbahn. Reeperbahn, das Das weiß ich nicht. Macht aber nichts, weil wir das auf der Bühne oft singen und alle singen mit und die wissen das auch alle nicht. Sex. Feiern. Hamburg. Reeperbahn? Was meinen Sie? Reeperbahn. Ja, ist ja hier nicht Reeperbahn. Saufen. We don't fucking know. I don't know. Freiheit, Abenteuer, Verruchtheit. Mir fällt mir dazu nicht ein. Naja, Reeperbahn hat immer viel mit Rotlichtmilieu und so. Man hat dann immer Olivia Jones im Kopf, sowas. Nach langer Suche habe ich endlich die Segelkiste Kiel gefunden. Im Ladengeschäft am Wall gibt es alles, was das Wassersportlerherz begehrt. Inhaber Kurt Pfeiffer, als gelernter Segelmacher und traditioneller Takler, weiß alles rund ums Tauwerk und erklärt mir, was Reeperbahn bedeutet. Die Reeperbahn ist eine Bahn über 400 Meter Länge, wo Trossen über 300 Meter hergestellt werden. Und die Trossen bestehen aus kleinen Kardelen, die eben halt anschließend dann zu Trossen gefertigt werden. Und heute ist eine Reeperbahn nur noch eine Flaniermeile. Und ich dachte, die Reeperbahn wäre nur zum Feiern da. Man lernt ja nie aus, ne? Wo ich schon mal hier bin, gehe ich erstmal auf die Kivo. Sehe viel besser.